Servus Freunde und willkommen zurück zu einer neuen Staffel von State of Decay Breakdown. Obwohl ich ja gesagt habe, dass mich State of Decay nicht mehr so bockt, habe ich mich jetzt wieder umentschieden, weil mich doch das Spiel wieder reizen würde zu zocken. Deswegen fange ich es wieder an und ja, wie hier ihr seht, neue Staffel, neues Game, weil mein Spielstand weg ist, aber gute Nachrichten. Ich habe jetzt dafür gesorgt, dass egal was passiert, sollte mein PC explodieren, der Spielstand sollte erhalten bleiben, weil ich das jetzt in einer eigenen Cloud gespeichert habe, dass er von Razer Game Booster irgendwie gemanagt wird. Somit wird der Spielstand, wenn ich das Spiel beende, stets in meine Dropbox hochgeladen. Somit sollte eigentlich nichts passieren, der Spielstand sollte immer erhalten bleiben, hoffentlich. Und dann sollte so ein Schwachsinn nicht wieder passieren. Ja. Was machen wir? Wir zocken natürlich Breakdown, aber ich will es jetzt ein bisschen anders machen. Und zwar will ich nicht so wie in den letzten zwei Staffeln da ewig lang in einer Breakdown-Stufe herumgurken, sondern eher zügig von einer Stufe zur anderen hinübergleiten. Soll nicht heißen, dass ich jetzt da durchrushe wie ein Blöder und Hauptsache höhere Breakdown-Stufe. Nein. So nicht, aber ich will es doch ein bisschen zügiger machen und nicht mehr da ewig lang Ressourcen sammelt, eine Homebase aufbauen und so weiter und so fort. Deswegen setze ich mir jetzt Ziele. Dazu gleich Näheres. Ich starte jetzt gleich ein neues Spiel. Laden, laden, laden. Habe ja doch eine Weile nicht mehr gespielt, also kann jetzt ein bisschen dauern, bis ich wieder ins Spiel reinfinde. Aber sollte nicht so schlimm sein. Vor allem die Steuerung. Wieder mal ein Xbox-Controller in der Hand. Was zum? Entferne dich von den Zombies. Okay, da hinten sind schon Zombies. Die werde ich mal töten. Au. Oh. Nee. Nee. Ach Gott, das fühlt sich doch etwas ungewohnt wieder an. Gut. Wo sind wir? Zuerst mal gucken. Ui, guter Stand. Punkt, Standort. Ja, da will ich hin. Ich glaube, das ist das Alamo. Da will ich jetzt mal hin. Da war ich nämlich noch nie. Vogel. Und das will ich jetzt wirklich mal als Heimatbasis nehmen. Ja, zu den Zielen gleich Näheres. Ich werde zuerst da mir ein Fahrzeug suchen. Da oben wird eins stehen, aber ich glaube, das sieht nicht sehr fahrbereit aus. Ah, perfekt. Perfekt. Gleich eine Police-Karre. Und bei der Gelegenheit könnte ich mir gleich ein paar Ressourcen mitnehmen. Ui. Ah, genau, da war das Licht. Da war die Tür. Das war überfahren. Und wie immer natürlich ein Behindertenparkplatz. Aber zuerst doch die Zombies da töten. Okay, der ist mit der Tür beschäftigt. Finde ich super. Da explodiert sein Kopf vor Erstaunen, wie ich diese Tür geöffnet habe. Gut, mal schauen, was wir da so finden. Soda, Soda. Ich höre da Zombies in der Nähe. La 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 la. Ui, da haben wir schon Medicine. Ah, X war das, genau. Nein, X war es nicht. Ach genau, ich kann ja noch nichts mitnehmen, weil ich noch keine Basis habe. Da sieht man schon wieder, was ich doch für ein Noob bin. Dann nehme ich das mit und dann... Ja, dann gehe ich gleich mal zu... Ui, zur Basis. Ich nehme die andere Tür. Nein, ach, ich wollte die Tür zumachen. Okay, scheiß drauf. Es ist ein bisschen finster gerade. Ich muss da diese Gamma-Werte ein bisschen dann hochdrehen. So, rein ins Auto. Und weg hier. Auf Wiederschauen, die Herrschaften. Ja, jetzt da war. So, wo ist jetzt dieses Alamo? Da drüben ist Le Alamo. Da haben wir schon einen schönen Truck. Perfekt. Da ist schon eine Horde. Eine süße kleine Horde direkt vom Alamo. Die wollen da rein. Warum? Ach Gott. Also im Rückwärtsgang fahren sich diese kleinen Wagen, also alles andere, was nicht ein Truck ist, so behindert irgendwie. Oh nein.
Hilft dir nix, ne? Tür zu. Grüß Gott. Wer bist du? Okay, mit wem muss ich sprechen? Da. Absolut. Gut. Somit haben wir eine Heimatbasis. Und bevor ich jetzt weiterspiele. Graphic, Gamma. Bisschen da. Ein bisschen viel mehr hochdrehen. Drin passt's jetzt. Schauen wir, ob es draußen eh nicht zu hell ist. Naja, vielleicht ein bisschen runter. Ja, tut mir leid. Aber nach einer Weile zocken, muss ich da wieder was einstellen. Gut. So. Ja, mache ich dann. Hier noch schnell das Kabel vom Controller verlegen. So, so ist es angenehmer. Gut, also ich will mir Ziele setzen. Undead Labs T-Shirt, cool. Also mein erstes Ziel wird sein, also ich werde das so machen, ein großes Primärziel, also ein Hauptziel, was ich wahrscheinlich nicht so schnell erreichen werde, was sich ein bisschen ziehen wird. Aber mein erstes Ziel wird jetzt mal sein, Breakdown Stufe 5 zu erreichen. Also wie gesagt, das wird ein bisschen dauern. Und ja. Also Breakdown Stufe 5 und dann will ich noch Sekundärziele, die ich halt pro Stufe oder je nachdem wie ich Bock habe, immer wieder so abhandle, wie zum Beispiel jetzt eine bestimmte Anzahl von Überlebenden finden. Okay, alles Idioten, genau. Oder, keine Ahnung, Herausforderungen machen, wie zum Beispiel Heroes finden, bla bla bla. Einfach nur looten gehen, also Ressourcenfarmen gehen und so weiter und so fort. Also, großes Ziel, Breakdown Stufe 5 und Sekundärziel Nummer 1, jetzt einfach Überlebende finden. Das sind jetzt meine Ziele. Also fahren wir da gleich mal da das Erkunden, dass wir da ein bisschen einen Überblick finden. Hier bin ich. So, das sind diese blöden Gebäude. Ich glaube, da komme ich hinten rauf. Ja, genau. Ja, hopp. You know, don't get me wrong. This place is really nice. But with all the zombies out there, I'm worried we might not be able to hold out here forever. Ja. Natürlich. Time to take a look around. So, spannende Erkundungstour wieder. Jetzt habe ich eine neue Challenge. Das LMO soll angeblich, was ich irgendwo mal gelesen habe, ziemlich schwierig sein. Aber fürs erste Gebiet oder für die erste Stufe soll das, glaube ich, nicht so ein großes Problem sein. Muss dann eh mal gucken, was ich da so bauen kann dafür. Aber zuerst mal das aufklären. Feuerwehr. Haus. Büro, das habe ich schon. Da ist was. Boah, das zieht sich immer so. Habt ihr das gehört? Das sind Hunde im Hintergrund. Es leben noch Hunde. Ich will einen Hund haben. Das wäre cool. Also Undead Labs. Baut Hunde ein, die einen beschützen. So kleine Pets wäre nicht cool. Als Begleiter. Die in der Not so Zombies zerfetzen. Das wäre richtig geil. Das würde mir gefallen. Boah, Gott. Hat auch noch so viele Gebäude. Das denke ich mir auch, ja. Der Freak. In der Zwischenzeit habe ich mir auch mal Let's Plays von anderen angeguckt. Also die State of Decay zocken Leute, die. Also da habe ich eingesehen, das war, glaube ich, ein Engländer. Der war schon in Breakdown Stufe 46 und also man hat schon gesehen, wie der spielt, also der hat schon einiges mehr drauf gehabt als wie ich. Die Zombies, also der ist 2 Meter weit gegangen und der hatte schon eine Horde hinter sich her, die irrsinnig schnell waren und unglaublich, wie der Typ den Zombies ausgewichen ist, also ständig nur Rollen gemacht, dann wieder ein Schlag da, ein Finishing Move da und den nächsten Zombie da getötet, dann wieder 2 Rollen gemacht und der verlor einfach keine Ausdauer. Ich meine auch ganz klar,
Der hatte seinen Charakter schon ziemlich geskillt, also das war ein Ninja, der konnte irrsinnig schnell die Sachen durchsuchen, lautlos, bla bla bla. Was gibt's denn da noch? Also war schon irrsinnig geil, den zuzugucken und vielleicht komme ich auch mal so weit. Aber verschreien will ich nix. Warten wir zuerst mal ab. Warte. Noch was? Gott. Irgendwas da unter mir? Nö. Da versteckt sich sicher irgendwo ein Fragezeichen. Das wäre Enklave. Ah, Gott. Na endlich, danke. Danke, danke, danke. Da Horde und jetzt will ich mal guxen. Guck's mal hier mal, da reparieren. Reparieren. Drei Slots habe ich. Wachturm steht bereits, das ist cool. Zombies erschießen. Okay. Habe aber kein Unterschlupf, also kein Bettbereich. Hab Platz für Bevölkerung 5. Ist irgendwie blöd. Ich weiß nicht, ob ich da ein Bett hinbauen soll. Bett, Bett, Bett. Bett, Bett, Bett. Bei 5 Leute habe ich. Wen habe ich denn? Die Lilly, den Aiden, den Raymond und den Dane. Was ich mir auch gedacht habe, dass ich pro Stufe vielleicht nicht zu viele Überlebende sammeln, sondern wirklich so eine kleine Gruppe von Anfang an behalte. Also sprich die Typen, die ich jetzt habe, richtig aufskillen. Dann je nachdem halt, wenn ich Heroes habe, die richtig gut sind oder Leute, die irgendwelche Spezialfähigkeiten haben, wie Arzt, Mechaniker, bla bla bla, dass ich eher die skille und mir wirklich eine Gruppe. Da klopft wer. Wirklich von Anfang an behalte. Munition. Ja. Nee, lass ich da mal liegen. Schießen will ich vorerst eh nicht so viel. Schauen wir danach, was wir da finden. Ui, da ist er. Kadusch. Da ist der Kopf ab. Selber schuld. Klonk, doing, bong, Geusch, Dusch. Da haben wir nur Benzin. Da ist es laut draußen. Benzin. Ja, nehmen wir mit. So, und jetzt rüber da. Oh Gott. So. Eine kleine Nachbar. Oh Gott, das Fahrverhalten mit dem Auto ist so richtig behindert. So, mal die Nachbarschaft erkunden. Hey, Fellas. Achso, da drüben. Achso, retten im Überleben. Das ist keine Nachbarschaft, verdammt. Da ist eine Horde. Ich werde zuerst da die Horde vernichten. Nein, 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 nein. Denkste Freundchen. Da ist ja ziemlich viel los, oder täusche ich mich da? Für die erste Stufe? Unglaublich. Also echt, im Rückwärtsgang fährt sich das Auto so behindert, dass da lenkst du ein bisschen ein und der macht fast eine 360-Grad-Drehung. Vertrauen verloren, komm. Okay. Hast du gesehen? So einfach geht's. Und, ui, da ist eine Baustelle. Baustelle werde ich gleich mal looten. Let's loot this shit. Oh, bist du verletzt? Tut mir aber leid. Ja. Nur keine Panik, die haben eh einen Wachturm. Ui. Tudusch. Wo kommen die ganzen Zombies her? Ja, mach du das. Du schaffst das. Ich vertraue dir. Noch was hier?
Irgendwas müsste danach sein. Da, Benzin. Gut. Gut, gut, gut. Ja, bitte töte sie. Es. Oder was auch immer. Nein! Wo bist du denn hergekommen? So. Mal gut gelootet. Gottchen. So. Komm, geh mal. Da suche ich mir gleich mal eine Truck. Und boah Gott, zwei Horden. Da, Truck, Truck. Aber jetzt will ich das ganze Zeug nicht umladen. Ich hitte die jetzt einfach frontal. Ist mir scheißegal, weil das Auto gebe ich sowieso bald auf. Okay. Oh, das ist ja unscheinbar, das Alamo. Da werde ich sicher des Öfteren mal vorbeifahren. Kann ich das jetzt nicht abladen irgendwie? Mal muss ich zuerst die Quest abschließen, also die Mission. Gottchen, wo willst du denn hin? Da, da, da. Gut, fahren wir da zuerst hin. Das Auto ist ja fast schon im Arsch, das raucht schon so dunkel. Hoppla! Also das ist mir bisher auch noch nie passiert. Moral ist gut, yeah! Juhu! Boah. So, dann darum müsste das Häusli sein. Gut. Auf Wiederschauen! Habt ihr das gesehen? 180 Grad Drehung, einfach mal so. Nicht mal viel gelenkt. Sehr gut. Somit haben wir einen Nachbarn. Also im Prinzip ist unsere erste Sekundärquest. Nebenquest nenne ich das jetzt einfach mal. Gelöst. Und. Ich bin verwirrt. Habe ich das Zeug jetzt schon abgeladen, zufälligerweise? Nein, habe ich nicht. Das ist jetzt blöd. Aber ich kann jetzt auch nicht genau sagen, wo hier der Parkplatz ist. Normalerweise muss man ja zum Parkplatz fahren und da das Zeug dann ab. Ah, da. Ha! Und? Und? Nee, da erscheint ja immer so ein Icon. Zum Scheiße abladen. Das erscheint jetzt aber nicht. Warum nicht? Geht das hier nicht? Gott, muss ich das jetzt echt alles extra einladen? Okay. Okay. Eins. Oder vielleicht. Ich nehme mal eins auf den Rücken. Steige dann ins Auto ein. Vielleicht muss das irgendwie erst aktiviert werden. Nee. Doch nicht. Doch nicht, habe ich mich getäuscht. Ihr könntet mir ruhig helfen, aber gut. Dann halt nicht. Ich glaube, ich schaff's auch alleine. So. Letztes. Gut. Zack, zack. Zack, zack, zack. Und, zack. Ne, hab ich schon zwei. Zack. Ne, hab ich nicht zwei. Hab ich mir jetzt verguckt. Und zack, zack, zack. Du wirst ein Schneidewaffen-Experte. Wer bist denn du überhaupt? Du bist der Brad Spivey. Der hat einfach so komische Namen. Soldat. Ui. Kämpfen 2, Schießen 3. Fitness, geistige Gegenwart. Okay. Ist jetzt nicht so der Meister in Skills, aber er hat ein bisschen was drauf. Er kann Fitness, Kraftpaket. Gut. Okay, Schießen, Hydrokultur, okay. Bau, Literatur, okay. Das sind alles so nebensächliche Sachen. Okay, ich baue jetzt irgendwas. Irgendwas baue ich jetzt. Ich baue. Garten.
Ich baue einen Garten, denn nur die Harten kommen in den Garten. Ja, tut mir leid. Da hinten war ein Truck. So, nächste Quest, Außenposten einrichten. Nee, sagen wir so, erste Quest, Truck finden. Quest erledigt, Truck gefunden. Jetzt Außenposten, ich will das LMO ein bisschen sichern. Gut. Das LMO ist hier, dann könnte ich eigentlich im Supermarkt schon einen fetten Außenposten einrichten. Ich glaube, das mache ich. Das klingt cool. Da drüben ist ein Scheißhaus. Okay. Da Behindertenparkplatz. Wobei, da stelle ich mich eher zur Tür, dass ich da gleich das Auto beladen kann. Alrighty then. Grüß Gott, die Herrschaften. Da haben wir sicher einen Haufen Fressalien und Baumaterialien. Es ist so wundertoll. Geht sich nicht aus. Schade. So. Lebensmittel, Schalldämpfer. Lass ich vorerst mal liegen. Guck's mal weiter, da haben wir sicher. Uiuiui, ich glaube, da können wir noch viel bauen. Viel bauen. Ich brauche einen Ninja, ich will unbedingt einen Ninja, dass ich das schnell durchsuchen kann. Das wäre cool. Hoppla. Lebensmittel. Dann werden das. Okay, das sieht aber auch nach Lebensmittel auch aus. Ich dachte, das wären Baustoffe. Schnell mal an der Nase kratzen. Lebensmittel. Sonst haben wir hier noch was. Das sieht so hell erleuchtet aus, wobei das ist nur ein. Ah, okay. DVD-Rückgabegerät oder so. Für Leih-DVDs. Oder so. Ich glaube, das war's. So ein fetter. Aber ich kann es gerade nicht sagen, weil das sieht alles so gegen das Licht so shiny aus. Ui. Holy smoke. Ein Punch und der war down. Wie du meinst, aber ich sehe nichts mehr. Schon wieder. Ich sehe da nichts mehr. Da ist nichts mehr so shiny. Der Eisapparat kann, glaube ich, auch nichts. Da ist auch nichts. Da ist auch nixi. Da sind Zombies. Da ist ja nichts mehr. Oder täusche ich mich jetzt? Gar nicht gut. Sit tight. I'm bringing this stuff home. Bin ich blöd? Ich finde da nichts mehr. Kann ich trotzdem da jetzt da. Okay, gut, das geht trotzdem. Das sieht mir fast aus, als ob ich da reinpasse mit dem Auto. Nee, doch nicht. Ich fahr hinten herum. Da ist ja zum Glück so ein guter Ladeplatz. Da habe ich es vielleicht nicht ganz so weit. Ach Gottchen. Fressalien. Weg damit. Kann ich da von hier oben? Geht das? Ach, es fliegt da runter. Fliegt da runter. Er ist müde. Jetzt schon. Spielen wir noch nicht mal, weiß nicht, eine halbe Stunde und er ist schon müde. Die Waffe gibt auch schon den Geist auf. Bisschen näher da zur Wand, dass ich da nicht runterfalle. Holle zerstört. Hey, ihr seid super Freunde. Jetzt, da habe ich jetzt alles gelootet. Da war noch was. Ja. Sit tight.
I'm bringing this stuff home. We'll see you soon. Seht ihr, wie einfach das geht? Unfassbar. Ich bin so happy. I'm loaded up. Ah, ich Depp hätte aber der Plünderer auch noch rufen können, ne? Mann, das vergesse ich immer wieder. Ich vergesse das immer wieder. Naja, ein extra Paket müsste ich noch bekommen. Gut. Erster Außenposten ist ready. Machen wir uns gleich auf den Weg zum nächsten dann. Jetzt muss ich da wieder alles extra einladen. Das gibt's doch nicht. Ist da vielleicht da hinten Parkplatz? Muss ich... Ah, da muss ich hinfahren. Gott sei Dank. Ich dachte schon, ich muss da ständig das extra einladen. Alrighty then. So. Was könnte man da als nächstes als Außenposten einrichten? Da die Mine noch ausbauen und was sieht denn da interessant aus? Da, Polizeiwache, das sieht super aus. Und da fliegen sie. Das ist ein fucking Home Run. So, das werde ich noch durchsuchen, Freunde. Und dann ist der Part schon wieder vorbei. So schnell geht's. Hoppla. You are such a lucky bastard. Ich hoffe, Freunde, ihr könnt mir diese Auszeit jetzt verzeihen. Wie ihr auch mitbekommen habt, war ich ja auf der Gamescom. Habe da 3 Videos hochgeladen. Ich hoffe, sie haben euch gefallen. Und Resümee. Ich wollte ehrlich gesagt so ein Fazit-Video machen. Bin dann aber doch nicht mehr dazu gekommen, weil mein Urlaub war dann vorbei, musste wieder arbeiten. Deshalb mache ich das dann in der nächsten Folge so nebenbei, werden zocken, so ein kleines Fazit. Jetzt nicht mehr, geht sich nicht mehr aus. Da können wir rein. Ja, was ich jetzt noch sagen kann, es war richtig geil. War das erste Mal Gamescom für mich. Und es war richtig, richtig toll. Aber Näheres im nächsten Part. Ich will da jetzt nichts verraten. Uiuiui. Yeah. So, rein mit der Knarre. Holy smokey smoke smoke. Jawoll. You are the best, bro. Gut. Bevor ich die anderen Knarren da hole, durchsuche ich das Haus fertig, dass ich da eine Außenpost einrichten kann. Natürlich. Ist doch logisch. Yeah. Yeah. Nein, dann beeil ich, Mann. Da ist, glaube ich, nichts mehr. Oh mein Gott. Okay, nehmen wir das halt so mit. Jetzt kann der Plünderer sich schnappen. Okay, gut. All quiet here. Vorhin sagt er noch voll panisch, ey, das sind Feinde und Feindesfeinde und Zombiefeinde. Was tue ich denn jetzt? Er ist zu Hause. Gut, dann kann ich dann Plünderer rufen und somit auch das letzte Paket da mitnehmen. I found some supplies. Send runners for pickup. Okay. I'll round up everybody that's available. Die Knarre da noch, bam. Oh Gott. Fuck. Okay.
Erledige einen Zombie in Schutz WSD. Jawohl, Maestro. Dann lasse ich das jetzt aber am Rücken. Lade da noch eine Pistole rein, dass ich, damit ich das Sturmgewehr oder diese Maschinenpistole, was auch immer das gerade war, da mitnehmen kann. Nein, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Verdammt, kann ich das wieder nehmen? Gut, kann ich nehmen. So, Pistole rein da. Wir gehen doch schnell die Rolle. Nee? Nee? Oh, jetzt habe ich einen Snack gegessen. Ja, gebe ich dir natürlich. Wie ging die Rolle noch schnell? Also Granatwerfer. Hm. Ich nehme die Schrotflinte. Ich nehme The Pump Gun. Ui. Also da ist jetzt eh kein Platz mehr. Ab nach Hause. Und jetzt habe ich vergessen, den Außenposten einzurichten. Ich depp. Ich depp. Something cropped up with the garden. No pun intended. We're trying to get it set up, but we don't have everything we need. Ich bin ja so ein Doofi. So, die Frage, wo ist der Da ist der Spind. Gut, rein damit. Bam, bam, bam. Den behalte ich, weil meine Machete, die gibt bald einen Geist auf. Was haben wir denn hier? War da noch was drin? Nee, das ist leer, aber unten war noch ein Grenade Launcher. Guck's mal. Schnappen uns den. Sonst war es da ziemlich mager, muss ich sagen. Für die Police Station. Hatte ich mir fast ein bisschen mehr erwartet. Kann das nicht im Erdgeschoss sein? Muss ich da mal raufschlawenzeln? Hm. Ach Gott. Falscher Spind. So, da ist er. Jawohl, ab nach Hause. Ja, blöde Tipps brauche ich nicht. Renn, 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 renn. Auch ein bisschen lästig, dass ich da nicht sprinten kann in Gebäuden. So kann sich das ein bisschen ziehen. So, da war der Parkplatz. How's it going? How's it going? Wie oft noch? Okay, geh mal wieder rein. Gut. Haben wir was gelootet. Ich behalte das Zeug, wechsle den Charakter dann im nächsten Part. Nee, ich mach das gleich. Ich nehme den Raymond. Raymond. Okay, der ist beschäftigt. Wo ist er denn gerade? Auf Mission. Einchecken. Okay, dann mache ich es dann im nächsten Part. So. Ja, das war's schon wieder. Erster Part, dritte Staffel vorbei. Wir sehen uns natürlich im nächsten Part. Bis dahin, Freunde. Ich wünsche euch was. Servus.